Hey, was geht ab, Leute? Hunger. Ich bin aufgestanden und es gab immer noch keine Änderung. Ihr wisst ja, das neue Update ist draußen mit den ganzen Sachen, ja, diese ganzen Entwicklungssteine und weibliche Pikachus, dies, das, ein paar neue Movesets und ihr wisst schon, ihr habt bestimmt alle Trainer-Tipps angeschaut, der hat ganz gut erklärt, was alles drin ist in dem Code, was entdeckt wurde in dem neuen Update. Und dann gestern Abend war der Server auch noch da, also jeder dachte, jetzt kommt Generation 2. Beziehungsweise die Hälfte dachte, jetzt kommt Generation 2, die andere Hälfte dachte, dass sie gebannt sind. Und war eigentlich eine logische Annahme mit dem ganzen Update und dann auch noch, dass der Server down ist, dass jetzt was Krasses kommt. Dem war nicht so, also das heißt für uns weiter leiden, weiter nichts zu tun wirklich. Sogar die Map ist fast down. Ihr könnt es sehen. Nur noch der innere Kreis und der rechts außen, der Hadron, ist, glaube ich, von einem Einzelnen gesponsert worden. Also die Map ist auch langsam auf, am Aussterben. Außer ihr helft natürlich und spendet ein bisschen. Aber ansonsten, Pokémon zurzeit echt am Fallen, nichts zu tun. Ich habe letztens 100% Over gefangen. Leider nur 15 CP, WP. Sprich, ich brauche noch ein paar Candies. Wenigstens Kleinigkeit zu tun. Over Nest abchecken. Während wir gerade von Over ist, 100% sprechen, wurde mir gerade angezeigt, dass 100% Machold in der Nähe ist. Das hole ich mir natürlich. Ja, muss ein bisschen laufen. Muss macht Probleme. Ich glaube, da ist noch jemand, der ihn fängt. Auf der anderen Seite da. Diese eine U-Bahn-Station, wo der ist. Bonner Platz, da ist gerade Umbauarbeiten. Deswegen gibt es so einen scheiß Ersatzbus. Dauert theoretisch nur eine Minute, aber Verkehr macht das immer langsamer. HP, Attack, Defense. Genau das ist er. So, bin wieder da. Hab das 100% Machollo gefangen. Gerade noch so. Leider auch wenig CP. Beziehungsweise ist das eine gute Sache vielleicht, weil ich habe nicht genug Bonbons für den, das heißt, wenigstens etwas zu tun. Overnest, Machollo-Nest. Kleinstein-Nest theoretisch bräuchte ich auch. Problem ist, die gibt's halt nicht, aber Overnest gibt's. Sogar Nähe Uni, also da schaue ich ab und zu vorbei und da werden wir jetzt dann gleich hingehen. Gerade angekommen. Direkt erstes Over. Es spawnt da regelmäßig, ist aber nicht bei einem Pokestop. Aber wenn ihr eure Runden geht, dann solltet ihr den eigentlich immer erwischen. Hier ist noch eins. Oh, nicht schlecht, noch eins. Auch nicht bei einem Pokestop. Läuft, gleich zwei. Das ist hier die Pinakothek der Moderne. Das ist eine Station weiter von der Uni, also hier steige ich eigentlich immer aus, obwohl es eine Station zu viel ist. Nehme noch ein paar Stops mit, nehme immer noch das Nest-Pokémon von hier mit. Waren bisher eigentlich ganz gute Nester, jetzt Owei. Direkt noch eins auf dem Weg. Ich zeige euch gleich den Weg, der sieht echt geil aus. Gefangen. Ich setze mich mal kurz. Kabuto fangen. Hinter uns die
alte Pinakothek, ist ein kaputt und das gerade. Auch mal ein Vulkanonest, da habe ich mein erstes Vulkano gesehen. Ist auch direkt geflohen. Ja. So was. Von der Pinakothek, neuen Pinakothek, da hinten ist noch Pinakothek der Moderne. Vielleicht schauen wir da mal vorbei. Würde den Jungs, glaube ich, nicht gut, ziemlich gut tun, ein bisschen Kultur nach dem Baumschuldilemma. Könnt ihr in der letzten Folge sehen. Ansonsten drehe ich jetzt hier keine Runde mehr, weil auf der anderen Seite da ein Penner liegt, der mich gerade belästigt hat. Bisschen Geld. Ich habe ihn nur ausgelacht, also schauen wir mal weiter nach vorne zum Botanischen Garten. Auch Overnest, auch 3 bis 4 immer bestückt. Das heißt, ich weiß nicht, wann die immer respawnen. Das heißt, wenn man hierher kommt, eine Runde kann man drehen und dann kann man wieder weiter. Das ist jetzt immer so ein Zwischending zwischen Nest und Spawnpunkt. Gibt es jetzt eigentlich einen neuen Begriff für diese Zwischendinger? Kommt vorbei, holt euch ein paar Overs für die Woche noch. Schon sind wir da. Mit 2 Stationen mit der Straßenbahn. Dann ist man direkt hier beim Botanischen Garten. Oder alter Botanischer Garten. Kein Plan. Ich war da schon mal. Ich war da 2 Mal sogar schon. Einmal wegen Sandernest. Hab eine Freundin noch ein paar Sanderns gebraucht. Und einmal war ich da, weil der kleines Carpadon ist, weil ihr wisst, XL-Medaille. Aber das Nest war jetzt nicht groß genug, um da ständig hinzugehen. Jetzt für Over eigentlich auch nicht, aber eine Runde können wir drehen. Alter Botanischer Garten, es werden 2 Overs angezeigt. Schauen wir mal, wo die sind. Andere Seite. Und beide auf der anderen Seite. Schauen wir mal. Auf dem Weg zu den 2 Overs sind wir, beziehungsweise ich, auf ein anderes Over gestoßen. Ist auch schon das erste von den 2. Nichts Besonderes, nichts los hier. Ein paar Overs, eine Runde drehen, Overs sammeln und genau wie bei der Pinakothek einfach wieder gehen. Oh. Ist noch ein Over gekommen, also 2 vorne vor uns. Geht ein bisschen mehr ab als Pinakothek. Kann man nicht klagen. Ich setze mich mal kurz. Gerade auf dem Weg 2-3 Overs gefangen. Ist nicht schlecht. Da ist auch eine krasse Arena. Ich hab falsch drauf geklickt. Die heißt The Ring. Ist gerade 10 blau. Und Arena-Leiter ist zufällig jemand, den wir kennen. NPL Alex. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die angreifen soll. Um ihn zu zerstören, rauszukicken, muss ich die ganze Arena zerstören. Ja, wieso nicht, Mann? Alex, tut mir leid, ich greife jetzt seine Arena an. Das muss sein fürs Video. Bisschen Action.
down. Tut mir leid, Alex. Das war's. The ring is down. Tut mir leid, Alex. Leider nicht. Wir sehen uns dann auf Tour, wenn du wieder gehen brauchst. Das war's von mir, diesmal nicht von uns. Alex, wenn du das siehst, leider nicht. Komm einfach mit auf Tour. Ansonsten, Hova Nester. Pinakothek war okay. War ein bisschen kleiner. Da schaue ich halt persönlich immer vorbei, weil ich eh da vorbei muss. Bei dem Botanischen Garten ist ein bisschen mehr los gewesen. Vielleicht war das auch einer Zufall, aber ich habe da auch relativ viele Leute getroffen. 4-5 Leute, die waren auch auf der Urwaldjagd. Also Pokémon noch nicht tot und hat mich gefreut. Und Shotshot vorbei. Eins von beiden ist egal, falls ihr noch Urwalds braucht. Ich werde jetzt noch, wir haben noch so 5-6 Tage, auch noch ein paar Urwalds sammeln. Hier und da. Ansonsten, die Jungs sind auch wieder am Start. Nächste Folge wieder mit denen. Da passiert auch wieder ein paar verrückte Sachen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.